Bus station one. Bus station one. I don't know which one. Nein, das, was ihr hier seht, ist kein Flugzeug. Ich begrüße euch aus einem Bus, aus einem VIP-Bus hier, den wir gelöst haben. Wir nicht gewusst, dass es so groß ist. Nicht Bildschirm und allem. Ein Luxus, du hast Beinfreiheit, alles Mögliche. Jetzt fahren wir auf Chiang Rai. Wir gehen dort so halbwegs einen Tagesausflug machen, also mit der Übernachtung. Und dann morgen gehen wir eigentlich dann wieder zurück auf Chiang Mai. Jetzt feiern wir Anfang des Jahres hier in diesem Und vom Preis her, also vom Preis her macht es 10.50 Franken mehr pro Person, wo wir jetzt das... Und vom Preis her macht es 10.50 Franken mehr aus pro Person. Also wir zahlen jetzt für zwei Personen zahlen wir 15 Franken für... von Chiang Mai auf Chiang Rai. Die Fahrt geht etwa 3,5 Stunden. Und ich kann mir noch vorstellen, wir bekommen noch Essen und Trinken. Etwa hoffentlich. All inclusive. Nein, kann man natürlich auch noch aufhören da unten. Kannst du wie schlafen? Das heisst, wir müssen auf niemanden Rücksicht nehmen. Das ist einfach geil. Ticket for tomorrow to morning afternoon. Morning to Chiang Mai. Willkommen in Chiang Rai. Morgen einen solchen Bus buchen. Ein bisschen Holzklasse. Sollte hier länger für die Verlüstung. Hey, Scheissdreck, keine Lust gehabt. Wir jetzt eben einen Bus buchen für wieder auf Chiang Mai morgen. Jetzt gehen wir mit dem Roller, mit dem natürlich einen gemietet. Jetzt gehen wir den White Temple anschauen. Das ist sehr speziell. Also innen drinnen, die Wandmalerei im Tempo innen. Man darf ja nicht filmen. Aber es hat spezielle Figuren. Also die, die mal dort werden sein, die sollen mal Pikachu suchen, wo der versteckt ist. Switzerland. Die 50 Baht. Es ist aber nicht nur die Meinung, dass man in diesem Tempo kann. Es ist meistens eine Tempoanlage ringsum.
Es hat dann auch noch verschiedene Tempel. Es hat hinten einen Goldigen, hier jetzt noch so Bäueli und alles drum und dran. Ja. Also wir sind jetzt ein bisschen weitergefahren mit dem Roller. Vom Weihtempel aus zum Singa-Park. Singa wie das Bier hier in Thailand. Es ist ein schöner Park, schön gepflegt, relativ gross. Man kann entweder ein Büsschen nehmen, so ein Touristenbüsschen und rumfahren. Oder man kann sich ein Velo mieten und 1 bis 2 Stunden rumfahren. Wir machen es jetzt etwas gemütlicher mit dem Roller. Läuft extra noch eine hinten durch, dass sie auch im Video ist. Und sie wollen das auch noch ganz schnell. Hallo! Und neben dem Tempo anschauen, machen wir auch noch so Sachen, Natur. Und hier sieht man jetzt die Teeplantagen. Dort hinten der See. Und hier sieht man Emanuel. Willkommen am Ende der Welt, von der Strasse. Wir sind hier im Nationalpark und sind unterwegs zu laufen für den Kundkorn Waterfall. Und der geht noch 1400 Meter. Laufen. Ja. Machen wir das. Das ist eigentlich die schönste Natur. Ah. Schon nur die Fahrt mit dem Roller mega schön gsi. Graben wollen wir uns, wie wir es hier noch filmen. Schaut mal! So, wir haben noch etwas entdeckt. Ich sehe gerade, die Kamera ist klein. So, jetzt sollte es besser sein. Wir sind. Wo sind wir genau? Bei einem Watt. Oh, das ist nicht einmal gross ausgeschrieben, Chiang Rai, dass es den gibt. Und
Da siehst du ihn die schon von weitem. Der ist riesen gross. Wirklich nur noch gross. Wow. Und hier. Also, alles von diesen Tempeln. Ich habe den Weiss-Tempel super gefunden. Aber dieser Tempel hier, der toppt alles. Von der Grösse her, von den Drachen her, das... Wow. Faszination. Und? Dort mal die Chiangrai googeln. Ja. Dann werdet ihr nicht auf Anhieb finden. Echt nicht. Da sind niemand, ist niemand drin. Wow. Wow. Zudem sieht man, es hat fast keine Touristen. Kann sein, dass sie zu einem Jahr schon wieder anders aussehen. Ah, oh, geht voll und geniessen. I can get by, but I don't even know how to feel about it. Lift innen, geht es rauf, fällt ein weit auf, geht die Aussicht genießen. Wir haben 40 Bad immer bezahlt für 2 Personen. Ja, rentiert sich. Ich habe den Kind mit einem. Was schaust du raus? Das ist der Auge vom Buddha. Ja, eben wir vier am Abend. Es kann wegen dem sein, dass es nicht so viele Touristen hat. Und er ist wirklich noch nicht so bekannt. Einer von beiden kann es sein. Wir wissen es nicht, aber es ist top so. Und hier oben, das rentiert auch die 40 Bad. Überwältigend. Mega schön. Leute gehen das anschauen. Das ist super schön. Tenus von Bömplätz geht durch die Strasse. Licht du flüchtig wie ein Glas. Okay. Unerreichbar hoch. Oh oh. Angstössige Himbeerbuben. Noch ein paar Infos zu dem Riesen Buddha. Er ist am 1. Oktober 2017 auf. Und zudem ist er 79 Meter hoch. Also, feierlich. Hoch? Ohne Tschüss!